Ich grüße euch also wieder herzlich willkommen hier zu einem neuen Kampagnenguide und zwar zur Kampagne von Oxjotl. Ja, meine Kampagne mit Oxjotl ist nämlich vorbei und meine Erfahrung, die ich daraus gemacht habe, die werde ich jetzt mit euch teilen. Wir besprechen jetzt einige Themen. Ich habe diese Themen ein bisschen verbessert. Und zwar hatte ich auch einen Kampagnenguide gemacht zur Nurgle-Kampagne mit Kugas. Ich habe jetzt noch ein paar Themen hinzugefügt. Wir beginnen mit dem Verlauf der territorialen Kampagne. Early Game, Mid Game und Endgame. Hier erzähle ich einfach nur, wie meine Kampagne verlaufen ist. Und danach geht es dann mit den anderen Themen los, und zwar Siegbedingungen, die Wirtschaft, Diplomatie, Aktionseffekte und Klima, der legendäre Lord selbst, die Questschlacht, die Helden und Kommandanten, die Armee, die Technologien, die Mechaniken, in Klammern geomantisches Netz, Riten und Visionen, Außenposten und Magielärm. Als sonstiges habe ich hier noch stehen, die Feinde, die Skaven, da werde ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ein Endgame-Szenario, welches ich genommen habe und warum der gute Oxjotl völlig overpowered ist. Der Verlauf meiner territorialen Kampagne, der war zunächst ziemlich subtil. Wir fangen hier ganz unten an in der Chaoswüste. Ich hatte eigentlich auch mal vor, nach Lastfair rüber, aber das wurde dann nichts. Und so entschied ich mich dann, weiter die Chaoswüste einzunehmen. Das ist auch gar nicht so schwer, das kriegt man ganz einfach hin. Und dem sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Danach habe ich dann überlegt, ja, was machst du jetzt? Eigentlich wollte ich auch noch in Lastfair was einnehmen. Also dann nach der Chaoswüste, aber bin dann doch zu den Dracheninseln gefahren, weil meine Verbündeten, die haben das hier drüben ganz gut hinbekommen, auch ohne meine Hilfe. Danach bin ich dann allerdings hier drüben hin ausgewichen, weil die Zwerge mir den Krieg erklärt haben. Wollte ich eigentlich nicht, wollte ich vermeiden, aber ja, es ist nun mal so gekommen. Und deswegen seht ihr auch diese ganzen Siedlungen hier jetzt in diesem Gebiet. Nebenbei bin ich aber dann trotzdem noch Richtung Kartei weitergegangen und den guten Krieg, den habe ich hier auch ausgeschaltet. Das Endgame-Szenario, die Skaven sind bei mir gespawnt, die hatte ich bei mir hier in dieser Kampagne angemacht auf maximaler Stärke 200. Also diese Kampagne hier, die ist übrigens auch sehr schwer gespielt worden, Gefechte und Kampagne. Und das hat das Ganze ein bisschen spannender gemacht. Ich musste dann den Seuchenclan Jotun abwehren. Der war nämlich hier gespawnt, weil der Seuchenclan mit seinen ersten Armeen hier eine Siedlung eingenommen hatte. Und dann 20 Runden nach dem Start des Endgame-Szenarios spawnen dann ja erst die richtigen Armeen bei den Skaven. Das ist bei den Skaven ein bisschen anders. Bei den anderen Fraktionen ist das 10 Runden, bei den Skaven sind das 20 Runden. Weil die sich davor nochmal versuchen auszubreiten mit den Unterstädten, was aber meistens nicht gelingt. Und ja, gegen den solchen Clan hätte ich fast verloren, aber ich hatte es dann doch noch geschafft, den abzuwehren. Dann hier war da auch noch klar Mors aufgetaucht. Das hat die Sache dann mit den Zwergen ein bisschen spannender gemacht, beziehungsweise auch einfacher. So waren die ein bisschen abgelenkt. Haben wir es aber dann trotzdem nicht hinbekommen, Klamors auszuschalten, darum musste ich mich denn noch immer noch selber kümmern. Ja, und Züchterclan hat keine Chance, ist gleich ausgelöscht worden. Und wie ihr dann seht, Clan Eshin, Clan Rictus und Clan Squire waren dann nachher nur noch die letzten Probleme, die beseitigt werden mussten. Und damit hatte ich dann auch hier, wie ihr seht, den ultimativen Kampagnen Sieg abgeschlossen. Kommen wir jetzt zu den Siegbedingungen. Diese werde ich euch hier zeigen. Und zwar die kurze Kampagne schließt 6 der folgenden
habe aktuell an zwar nur Visionen der alten normalen und Visionen der alten schwer. Ja, die leichten Visionen für Oxiol, die zählen leider nicht dazu, aber ist nicht so schlimm. Irgendwann werden auch die schweren super einfach. Der Rest ist, denke ich mal, klar. Hier bekommt ihr Heldenkapazität plus 3 für alle Helden. Dann Sieg in langer Kampagne. Erfüllt die kurzfristigen Siegbedingungen, besetzt oder plündert 70 verschiedene Siedlungen, raubt sie aus oder reißt sie nieder und schließt 25 der folgenden ab. Nämlich wieder bei den Visionen die normalen oder die schweren. Und dann habt ihr hier Rang des Heldenrekrutierung plus 10 alle Provinzen. Vorherrschaftskampagne habe ich nicht abgeschlossen, ist aber so wie immer. Und ultimativen Kampagnensieg hatte ich, weil ich das Endgame-Szenario mit den Skaven eingestellt habe. Diese sehen dann so aus. Ja, warum die Skaven? Die Skaven sind in der Lore der Todfeind der Ex-Menschen. Ja, Chaos allgemein ist der Todfeind der Ex-Menschen. Daher wollte ich natürlich einen Rivalen haben. Kommen wir jetzt zur Wirtschaft. Ich glaube, das kann ich ganz gut hier unten zeigen. Es ist eigentlich sinnvoll, ab und zu so eine Wirtschaftsprovinzen zu bauen, wie man hier sieht. Ja, also hier habe ich dann überwiegend Wirtschaftsgebäude gebaut. Keine militärischen, keine Support-Gebäude. Und das Ganze mache ich dann auch noch in den Nebensiedlungen. Ja, das mache ich so mit mehreren Fraktionen, dass ich einfach mir aussuche, diese Provinz ist jetzt eine Wirtschaftsprovinz und dann wiederum eine andere Provinz ist dann eine Militärprovinz, wo ich dann die Militärgebäude baue. Ne? Und Garnison baue ich allgemein fast überall. Und das ist egal, ob das jetzt eine Wirtschaftsprovinz ist oder eine militärische Provinz. Dank dem geomantischen Netz, also das geomantische Netz, das könnt ihr hier mit diesem Gebäude verbessern, bekommt man dann auch ein bisschen mehr Einkommen. Also wenn ihr das geomantische Netz verbessert, lohnt es sich immer. Das geomantische Netz ist aber nur bei den großen Siedlungen vorhanden, nicht bei den kleinen. Mehr dazu später. Dann Diplomatie, ja. Man kann mit sehr vielen Fraktionen der Ordnung Diplomatie betreiben. Ich habe es hier sogar geschafft, mit den Untoten ein Bündnis zu schmieden. Die haben genau dieselben Feinde wie ich gehabt, also Imrik und Unkem Eisenfaust und den Dredge Feigschwanz. Hab mich ein bisschen gewundert, dass die mit mir ein Bündnis gemacht haben, aber dieses Bündnis ist nie gebrochen worden. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Runde ich das hatte, ab Runde 70 oder 100, glaube ich. Und das hielt, ja, das hielt komischerweise. Gehörte wohl irgendwie mit zum großen Plan. Ansonsten, wie gesagt, mit Fraktionen der Ordnung kann man sehr gut Handel treiben. Natürlich auch jede Menge anderen Kram machen. Was jetzt bei mir in dieser Kampagne etwas merkwürdig war, ist, dass die Ordnung in zwei Lager der Ordnung gespalten war. Das kann ich hier jetzt mal ganz gut zeigen. Bei Torgrim Kolbart. Minus 709, lol. ja, und hier seht ihr schon, der ist hier mit diesen Fraktionen verbündet. Und wenn wir uns jetzt mal, wie nehmen wir da mal Batase, sieht man das gut. Na, das ist eine ganz andere Konstellation. Oder wo haben wir den Teglis? Da. Ja. Also. The Empire. Defender of the Faith. Also wie ihr seht, das sieht hier mit den Bündnissen ganz anders aus als jetzt bei Teglis oder bei Avalon. Na, also. Wobei hier jetzt. Na gut, die haben auch. Ja, Reikland ist so ein bisschen
Die sind da mit diesem Bündnis drin und da mit diesem Bündnis drin. Da sieht man das jetzt nicht so gut. Ja, wo sind die Bretonen? Hier, wo ist die Ripons? Der Kulte Sigmar. I am Volkmar. Ja, diese Fraktion, die haben die ganze Zeit zusammengehalten und andere Fraktionen der Ordnung bekämpft. Teilweise. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Schwierigkeitsgrad passiert oder ob das in jeder Kampagne so passiert, weiß ich nicht. Auch sehr schwer hier. Bei mir ist es auf jeden Fall so passiert. Ja, aber es ist auch möglich, mit diesen Fraktionen wieder Frieden zu schließen. Zum Beispiel gibt man ihnen dann irgendeine Siedlung, die man sowieso nicht braucht, oder man macht den Vorschlag, dass man gegen eine andere Fraktion ein Handelsembargo macht, mit dem sie gerade Krieg haben. Oder man schlägt vor den Kriegsbeitritt gegen eine andere Fraktion, die zum Beispiel nicht der Ordnung angehört. Dann machen sie eventuell auch wieder Frieden. Ja, ich hatte auch lange Zeit hier in den Südlanden hatte ich auch eine lange Zeit Frieden mit allen. Auch wenn euch die Zwerge angreifen oder die Bretonen oder Imperiale, es ist irgendwann wieder möglich, Frieden zu machen, weil sie einfach mit zur Ordnung gehören. Das heißt, ihr bekommt immer einen kleinen Diplomatie-Bonus für Fraktionen, die ebenfalls zur Ordnung angehören. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Dann Fraktionseffekte und Klima. Zeige ich euch auch mal. Wir haben hier die Rückkehrer. Unterhalb minus 25% für Skinks und Chameleon-Skinks. Dann zusätzlich plus 1 Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr und Führerschaft pro Erfahrungsrang für alle Infanterieeinheiten der Skinks. Und das Ganze haben wir dann auch noch mit der Geschwindigkeit. Klima ist alles passend. Total imbar, meiner Meinung nach. Aber okay. Man kann sich jederzeit irgendwo anders neu wieder aufbauen. Ja, es gibt keine Klimazonen, die man beachten muss. Der legendäre Lord selbst. Ach, wo ist der gute Oxjotl? Müssen wir erstmal suchen. Da. Der ist natürlich nicht so gut im Nahkampf, was bei ihm natürlich sehr gut ist, ist der Fernkampfschaden, also die Geschossstärke und die Reichweite. Die Reichweite kann der auch erhöhen, und zwar mit Meisterjäger. Dafür ist er dann aber nicht so schnell und hat weniger Angriffsgeschwindigkeit. Dafür ist er dann aber wiederum auch scharfäugig und nicht zu entdecken. Wir haben hier euer Blutgift, Röten, Hautessenz, Dämonenfluch und langsamer Tod. Das macht alles extra Schaden und ist sehr gut für die Chameleon-Skinks. Und zwar die, die auch ein Blasrohr haben. Also diese hier. Ja, diese Unterstützungen, die würde ich immer den Chameleon-Skinks hier geben. Die machen damit unglaublich viel Schaden. Dann die Skills. Das zeige ich euch auch nochmal. Also wir haben hier diese Sachen zum Freischalten. Die haben wir hier oben in den Skills auch nochmal. Und wir haben bei den speziellen Skills uraltes Wissen, erhaltene Juwelen, der Heiligtümer plus 1 pro Runde. Das ist sehr, sehr gut. Kommen wir später noch zu. Forschungsrate plus 15, Einheitenerfahrung plus 150 Armide. Kommen wir dann. Dann Jäger der Albträume. Da kriegen wir Buffs gegen Chaos. Der versteckte Plagegeist.
Damit können die sich besser verstecken und haben scharfäugig, aber auch stark verringerte Chancen, in der Hinterhaltstellung entdeckt zu werden. Und Erforscher verlorener Welten. Damit bekommen wir noch mehr Skingseer und die Troglodons, Quartel und Skingseer sind günstiger. Und dieselbigen erhalten auch Geschossresistenz 15%. Und hinter feindlichen Linien, das ist so ein Allround-Buff, würde ich jetzt dazu sagen. Ja, also mehr Flussverstärkungsrate, mehr Geschossschaden, Fremdterritorium, globale Ausbildung plus 2 und Nahkampfangriff plus 8 im Fremdterritorium. Ja, das ist auch sehr nützlich wegen der Visionen, damit ist man oft im Fremdterritorium. Und Oxyrill bekommt auch übrigens keine diplomatischen Strafen, wenn er in einem Fremdterritorium durchläuft. Und die lange Rache ist Bewegungsreichweite auf Kampagne plus 15%, Munition plus 50% für alle Infanterieeinheiten des Kings. Für dieselben auch nochmal Vitalitätsverlust reduziert, minus 50% und Attribut perfekte Vitalität. Ja, das heißt, auch im Gewaltmarsch seid ihr mit den Skings voll dabei. Oder war das jetzt nur für ihn persönlich? Moment, ich glaube, das. Achso, nee, das war für ihn persönlich nur. Dafür schon die ganze Armee. Nee, es wäre wahrscheinlich auch zu overpowered. Ja, ich bin ja auf die Skings gegangen. Dann habe ich noch ein paar Bestien verstärkt, die ich ab und zu mal reingepackt habe, einfach als Unterstützung. Muss man nicht machen. Ja, kann man. Und was ich euch für Oxyrill auch immer wieder empfehle, ist der Blitzschlag. Der passt sehr gut zu ihm. Gerade bei diesen Visionen, die man ab und zu machen muss, kann es passieren, dass eine feindliche Armee daneben steht. Und dann müsst ihr nicht gegen eine Armee kämpfen, sondern gegen zwei, um diese Vision zu erfüllen. Und deswegen ist hier der Blitzschlag sehr, sehr gut. Die Questschlacht, dazu kann ich nur sagen, die ist jetzt nicht so schwierig mit Oxyrill, die ist gegen Norskana. Und wenn er dann dieses goldene Blasrohr hat, dann geht er auf jeden Fall nochmal deutlich ab. Ach ja, und das macht auch nochmal Giftschaden. Und rüstungsdurchdringenden Schaden macht das auch noch. Was ihr hier seht, ist diesen Geschosszauber, also diese Fähigkeit. Das ist ganz gut, so wie das hier steht, ja, aber sind auch tatsächlich an der Anzahl der Geschosse 3 Stück. Aber mir ist aufgefallen, auf große Entfernung trifft das fast gar nicht. Also damit muss man dann schon irgendwie dicht dran sein, ja. Ich sehe gerade, da steht guter rüstungsdurchdringender Schaden und unten steht schlechte Durchdringung. Okay. Ist ein bisschen merkwürdig formuliert, aber ja, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Umso weiter das Ziel entfernt, umso schlechter trifft diese Fähigkeit oder beziehungsweise diese Geschosszauber. Dann haben wir als nächstes die Helden und Kommandanten. Besonders genau, hier haben wir einen. Dieses Ging-Häuptlinge. Die erscheinen vielen sehr, sehr schwach. Ja, die denken sich, was soll ich mit dem Ging-Häuptling? Ich nehme lieber einen Croxico-Ältesten oder einen Saurus Hornacken. Dem ist es aber tatsächlich nicht so, zumindest nicht in dieser Fraktion. Denn, wenn man sich hier mal die Skills anschaut, ja gut, der hier, der ist jetzt auch ganz in Ordnung. Tempelbaumeister ist auch ganz in Ordnung. Aber wir haben hier geschickter Krieger und da sehen wir tatsächlich nochmal einen Buff für unsere Skings. Ja, denn wir bilden ja sowieso so gut wie nur Skings aus. Und von daher passt das zu dieser Kampagne sehr gut. Und hier drüben haben wir auch nochmal Bestienzähmer.
Das ist dann aber eher was für Bestien- und Pteradon-Reiter. Dann haben wir hier wieder Skink-Anführer. Das verbessert auch wieder die Skinks. Und dann Brutbrüder. Und wenn ihr diese beiden was für die Skinks drin habt, dann kommt noch das hier oben drauf. Und das ist dann wirklich mächtig. So, ein Skink-Häuptling, der bekommt übrigens auch ein Gehörn, einen Schlitzerdactylus oder ein ehrwürdiges Stegadon. Was auch ziemlich stark ist, meiner Meinung nach. Also den sollte man nicht unterschätzen. Dann diese Skinkseher, die sind auch sehr, sehr gut. Sie bekommen hier diesen Kometen von oben gratis dazu. Ich weiß jetzt allerdings nicht, auf welchem Level. Aber sie bekommen ihn gratis dazu und das ist dann sogar eine Fähigkeit. Ja, die muss man nicht zaubern. Also dafür braucht ihr dann keine Zauberpunkte, sondern den könnt ihr einmal pro Schlacht einsetzen. So ein Skinkseher, der ist von Anfang an auf einem Reittier. Das ist jetzt hier allerdings irgendwie nicht mit drin. Sieht man auch gar nicht, dass der immer auf einem Reittier ist. Steht nirgendwo, aber ist tatsächlich so. Und den gibt es auch nicht ohne Reittier. Und zwar ist er auf einem Troglodon. Der kann Giftgeschosse spucken und kann aber auch in den Nahkampf gehen. Und diese Skinkseher, wie ihr seht, die haben eine verschiedene Auswahl an magischen Zaubersprüchen. Also gerade wenn ihr ein Magiespieler seid und ihr beherrscht diese Magielehren sowieso und habt dann hier diese Auswahl an verschiedenen Zaubersprüchen von verschiedenen Magielehren, dann ist das für euch sehr, sehr gut. Aber ansonsten kann ich sagen, diese Magielehre, diese gemixte Magielehre, die ist ansonsten auch einfach zu handhaben. Ja, also da sind jetzt keine großartig komplizierten Zaubersprüche mit bei. Ja, wir haben hier den Feuerball, wir haben hier einen Buff für einen Einzelnen, einen Heilungszauber mit Bereich, dann nochmal einen Buff für einen Einzelnen, Schmauserkrähen ist Direktschadenbereich, Windstoß ist ein Atem. Und ja, dann haben wir noch den Kometen als Fähigkeit. Das ist halt ein starkes Bombardement. Und dann hatte hier oben noch natürliche Tarnung, Geschwindigkeit plus 10 und Schleicher und Guerillakämpfer. Damit kann er dann sogar die Vorhutaufstellung bekommen und ist 10% schneller. Und dann hier hat er nochmal den urzeitlichen Schrei. Und Flinkheit von Itzel. Der ist auf jeden Fall sehr nützlich und den könnt ihr auch überall anwerben. Egal, ob ihr jetzt gerade eine Siedlung eingenommen habt. Ja, den könnt ihr wirklich überall anwerben. Ihr müsst halt nur einfach die Möglichkeit haben, ja, hier über das Limit. Im Moment da. Sind allerdings auch etwas teurer, weil die natürlich von Anfang an ein Reittier dabei haben. Aber wie gesagt, ich finde die sehr gut und die lohnen sich auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu den anderen Helden und Kommandanten. Die Häuptlinge, die sind auch sehr gut für Skink-Fraktionen. Da kann ich jetzt aber irgendwie nichts Genaues empfehlen. Also die sind wirklich Standard. Im Stegadon, Pteradon oder ein ehrwürdiges Stegadon. Und ja, dazu kann ich jetzt nichts Genaues sagen, was man da irgendwie beachten muss oder so. Also die sind sehr gut als Agenten, aber auch auf dem Schlachtfeld sehr nützlich. Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob die extra nochmal irgendwie die Skinks buffen können, aber ich glaube nicht, ne? Nein, die haben keinen extra Buff für Skinks drin. Nee, sowas haben die nicht. Und dann die Skink-Priester. Das sind halt solide Magier. Entweder mit der Bernsteinlehre oder mit der Himmelslehre. Kann ich auch sehr empfehlen. Außerdem bekommen die noch einen Feuerball dazu. Und sie bekommen ganz später noch ein ehrwürdiges Stegadon mit der Maschine der Götter. Damit bekommt ihr dann diesen coolen orbitalen Laserstrahl, hat man den in meinem Chat genannt. Und der ist wirklich mächtig. Der kann ganze Linien aufreiben. Sowas hat natürlich der der hier, der Seher, hat das nicht. Ja, das hat nur der Priester. Die Saurus-Horden kann ich für diese Kampagne nicht empfehlen. Ich habe trotzdem mal irgendwann mal einen genommen. Ja, warum nicht? Aber sind nicht optimal für diese Kampagne. Die Slan-Magier-Priester kann man ab und zu mal holen, sind aber jetzt auch nicht so optimal für diese Kampagne. Sind aber dennoch gute Magier, die auch dementsprechend gute Skills haben, wie ihr hier seht. Können die einfach nur mal Malstrom bekommen. Das ist ja einer mit der Lehre des Lichts. Regeneration ist dabei, verursacht Entsetzen, Seele auf Stein, kommende Barriere. Ja, also die kann man in jeder Ex-Menschen-Kampagne gebrauchen. Ja, sind jetzt hier nicht so optimal wegen dem Fokus auf die Skinks. Aber kann man dennoch mal gebrauchen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Kroxigo-Ältesten. Sind allerdings jetzt hier für diese Kampagne auch nicht so gut zu gebrauchen. Wie gesagt, der Fokus hier mit dieser Fraktion liegt eben auf Skinks und nicht irgendwie auf Kroxigore. Und der hier, der ist eher zu gebrauchen, wie zum Beispiel Nakai. Dann zur Armee an sich, und da ist die Armee von Oxyotl eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir schauen uns mal ein paar Armeen an von mir. Ja. Er sollte immer genug von diesen Chameleons-Gangs dabei haben. Und diese Chameleon-Schleicher, die sind auf jeden Fall die beste Einheit in dieser Fraktion irgendwie. Ja, die benutzen erst ihre Geschosse gegen den Feind und danach greifen sie dann auch noch an. Und die Munition, die ist dann hier auch noch mit Feuer. Diese Teradon-Reiter, die kann ich auch sehr empfehlen, immer mal wieder zur Unterstützung. Und die Rotkamp-Skinks kann ich auch empfehlen, die sind auch in den Echtzeitschlachten gar nicht so schlecht. Kacken allerdings hier meistens ab beim Auto-Resolve, also bei automatischen Gefechten, da werden die irgendwie ein bisschen zu niedrig eingestuft. Nicht so ärgerlich. Aber sind fast genauso gut wie die Chameleon-Schleicher. Aber diese Chameleon-Schleicher, die sind unverzichtbar in dieser Kampagne. Die machen wirklich alles platt. Und diese Chameleon-Skinks ebenfalls. Ja. Also diese drei Einheiten hier, das sind die wichtigsten. Wir können uns ja vielleicht noch mal ein paar andere Armeen anschauen. Ja, ab und zu habe ich mal ein paar große Sachen noch mit reingepackt. Als Unterstützung aber nur, oder ein paar Flugeinheiten. Ja, aber wie ihr seht, Chameleon-Schleicher sind so wirklich so dieser Kern in dieser Kampagne. Ja, die sind auch wirklich sehr, sehr mächtig. Und sogar günstig. Dann die Technologien, da gibt es eigentlich nicht so viel zu zeigen. Genau, dieser Pfad hier, der ist natürlich sehr wichtig, der verbessert auch nochmal eure Skinks, das solltet ihr auch so schnell wie möglich erforschen. Und natürlich
ganz am Anfang auch auf Wachstum gehen, ja. Wachstum und Handel und diplomatische Beziehungen zu anderen Fraktionen der Ordnung. Und Tyrum auch für die Skinks und für die Chameleon-Skinks ist hier auch nochmal was dabei. Danach wird das dann aber hier auch schon auf, da ist dann schon wieder was für Saurus. Aber diese Linie hier, die ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für eure Skinks. Aber hier drüben ist Kroxigore. Warum ist denn da schon wieder Kroxigore? Na gut, dann bis hierhin. Und natürlich so Sachen wie Wachstum und öffentliche Ordnung und alles ist natürlich auch wichtig, ja. Was ihr nicht so schnell forschen braucht, sind solche Sachen hier. Oder solche Sachen für die Saurus-Krieger. Oder für die Kroxigore. Das kann man irgendwann am Schluss forschen, ja. Aber sollte jetzt nicht primär sein, weil dies ist eben eine Skin-Fraktion. Dann kommen wir zu den Mechaniken. Hier dachte ich erst, das ist ein Bug, aber das ist anscheinend wirklich so gewollt. Und zwar die Slan-Magier-Priester. Die kann man sich ab und zu mal holen. Aber können auch ganz gut eine Armee anführen. Wie gesagt, sind gute Magier, haben allerdings keinen Buff für die Skinks dabei. Dann Ritus der Entschlossenheit. Sehr, sehr gut. Einkommen aus Beute nach der Schlacht plus 25%. Kann man auch sehr gut kombinieren mit den Visionen. Und die können auch noch schneller ausbilden. Und eine Erfahrung pro Runde 80. Und Reimrekrutierung plus 2. Also der hier ist meiner Meinung nach unverzichtbar. Und der hier, der Ritus des Sotek ebenfalls. Der verbessert die ganzen Skins und Ursachverschleiß bei feindlichen Armeen in eurem Gebiet. Und Erfolgschance zu Hinterhalt plus 50%. Auch sehr, sehr viel. Ja, und die ganzen Skinks und die Terradons werden halt verbessert. Also diese beiden hier sind wirklich unverzichtbar. Den kann man ja machen, aber dann habt ihr halt diese ganzen... Ja, dann habt ihr halt hier diese Monsterarmee. Die Fähigkeit wiederum, wilde Kampfechsen kann man immer gebrauchen. Genau, den habe ich nicht so oft gemacht. Ja, zur Not kann man den mal machen. Wenn jetzt irgendwie die Hauptstadt in Bedrohung ist. Und so wie ich das noch in Erinnerung habe, spawnt diese Armeen dann bei der Hauptstadt. Die Visionen. Hier haben wir sogar noch eine. Da könnt ihr euch hin teleportieren über den Button Reisen. Ihr könnt aber auch vorher erstmal schauen, was geht da ab. Und dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel Vision der Alten, eine Mission. Da müsst ihr dann mit Oxyodl reingehen. Bekämpft dann die Armee und dann ist die Mission abgeschlossen. Und dann könnt ihr mit Oxyodl in der nächsten Runde dann wieder zur nächsten Vision teleportieren. Zu eurer Hauptstadt oder zu der Stadt, wo ihr einen Teleporter gebaut habt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ihr könnt euch allerdings nicht wieder wegteleportieren, wenn ihr in einem feindlichen Territorium seid. Wie kommt man dann wieder raus? Das ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach irgendeine kleine Nebensiedlung kurz ein. Das ist dann ja euer Territorium und dann könnt ihr euch auch wieder wegteleportieren. Was ihr dann mit der Siedlung macht, das bleibt euch überlassen. Entweder reißt ihr sie nieder oder whatever. Und ja, für jede Vision gibt es natürlich auch Buffs und ihr bekommt auch die Buffs, wenn ihr sie nicht macht. Oder beziehungsweise die Armeen, die dort sind, die bekommen dann auch einen Buff. Das ist immer unterschiedlich, aber das steht hier auch alles dann. Genau, und wie gesagt, mit Zoom zum Standort könnt ihr dann die Gegend dort erstmal auch erforschen. Ja, das Gebiet wird dann ebenfalls auch für euch aufgedeckt. Deswegen haben wir hier auch hier oben so eine Löcher. Kommen wir zu den Heiligtümern.
Und zwar seht ihr hier oben, schaltet stille Heiligtümer frei. Ihr müsst dafür natürlich auch Visionen machen, ansonsten bekommt ihr keine Juwelen. Ja, und ohne Juwelen könnt ihr keine Heiligtümer bauen. Das steht da aber auch alles. Jetzt zeige ich euch, wie man am besten die Heiligtümer einsetzt. Ich brauche dafür allerdings erstmal ein perfektes Beispiel. Ich habe das nämlich am Anfang auch nicht so ganz richtig umgesetzt. So, hier haben wir jetzt ein sehr gutes Beispiel, zumindest militärisch gesehen. Jetzt ist natürlich blöd, dass man den Gebäudebrowser nicht sieht von dessen Gebäuden, aber okay, den zeige ich euch gleich nochmal extra. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall, ich habe hier drei verschiedene rote Militärgebäude gebaut. Na, bei jedem Heiligtum ist nochmal so ein extra Tab hier. Und bei den Militärgebäuden gibt es drei verschiedene. Einmal haben wir hier diesen, der verbessert auch eure Armee und eure Patrouille im Angriff. Dann das nächste, da bekommt ihr ein Bombardement, aber dreimal Chamäleonschleicher. Und dieses Gebäude verbessert für eure Armeen und für eure Patrouillen auch nochmal den Angriff. Warte mal, war das hier echt? Ach so, und zusätzlich Giftschaden. Ah, das ist nur Geschosse. Okay. Das hier nur Geschosseangriff, das hier der Nahkampfangriff und das ist die Verteidigung. Da gibt es meiner Meinung nach auch die beste Fähigkeit, nämlich Sotex Heiligtum. Das ist ein Mahlstrom, der bleibt auf einer Stelle, der macht sehr viel Schaden und ist zu, der ist zu vergleichen wie die Schattengrube zum Beispiel von der Schattenmagie. Ja, also der haut wirklich richtig rein. Und wenn ihr so ein Heiligtum gebaut habt und ihr habt mehrere Siedlungen in dieser Provinz, baut das hier als erstes, wenn ihr Patrouillengebäude baut. Nun zu diesen Patrouillengebäuden. Ihr seht hier 33% Chance, dass eine stärkere Heiligtumpatrouille feindliche Armeen in der lokalen Region angreift. Das Ganze kann man dann auch noch erhöhen. Ach nee, das fängt mit 25% an und kann man auf 33% erhöhen. Das heißt, sobald eine gegnerische Armee hier rein einfällt und diese 33% oder die 25% greifen ein, so habt ihr dann sofort einen Hinterhalt auf diese gegnerische Armee. Sollte das passieren, könnt ihr natürlich auswählen, wie bei einem normalen Gefecht auch, ob ihr diesen Hinterhalt selber spielen wollt, ob ihr ihn abbrechen wollt oder ob ihr ihn automatisch machen wollt. Bei diesen Hinterhalten habt ihr dann auch diese Fähigkeiten von diesen Militärgebäuden zur Verfügung. Das heißt, wenn jetzt hier einer einfallen würde, dann hätte ich hier die Chamäleon-Skins, die spawnen können. Das Bombardement, das übrigens aber sehr schwach ist. Dafür aber Giftschaden macht auf lange Zeit. Und den Mahlstrom. Was ich jetzt später herausgefunden habe, ist, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man dreimal dasselbe Militärgebäude baut. Zumindest nicht für die Fähigkeiten, für die Region ja, wo ihr dann welche abfangen könnt. Das schon, aber wie ihr hier seht, ist das eine Provinz mit drei Siedlungen. Das heißt, es würde nichts im Gesamten bringen, jetzt hier dreimal dieses Gebäude zu bauen, weil, wie sagt man so schön, es deckt sich nicht. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Gebäude hier dreimal gebaut hättet, hättet ihr nicht neunmal den Mahlstrom. Und ihr hättet nicht diese Effekte hier oben dreimal. Und deswegen ist es so, wie das hier gebaut ist, perfekt.
Und gerade diese Patrouillen, die sind sehr, sehr stark mit diesen ganzen Fähigkeiten. Da habe ich schon Siege rausgeholt, wo ich 8-2 unterlegen war. Und ihr müsst bedenken, wenn so eine Patrouille angreift, dann bekommt die auch nochmal hier diese Buffs, wie ihr hier oben seht, na, mit dem Nahkampfangriff von Waffenstärke. Die bekommen die ebenfalls nochmal. Nicht nur die Armee, die dann gerade dort steht oder ist, sondern die Patrouillen auch. Das Gebäude hier unten, das ist auch sehr hilfreich, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer. Gewährt sich über alle benachbarten Regionen. Da finde ich allerdings ein bisschen zu teuer, deswegen baue ich das nicht immer. Aber man wird zum Glück nicht benachrichtigt, dass man ein Gebäude bauen kann, wenn man jetzt zum Beispiel noch 5000 hätte am Ende der Runde. Ja, da bleibt man von verschont. Das war so der militärische Nutzen der Heiligtümer. Der nächste Nutzen ist ein Teleporter. Moment, wo war der jetzt? Den muss ich jetzt allerdings erstmal suchen, genau hier. Na, da steht hier auch, dieses Gebäude ist als ein Teleporter gedacht und dort könnt ihr euch dann über die Mechanik Vision der Alten hin teleportieren. Ihr könnt davon aber immer nur einen besitzen. Solltet ihr mehrere besitzen, dann wird der Alte eigentlich automatisch ja, zerstört. Ist bei mir allerdings ein paar Mal nicht vorgekommen. Sollte das bei euch auch der Fall sein, müsst ihr den alten Teleporter, also beziehungsweise den alten Deckstein von Tepok, so heißt er ja, selber abreißen. Und dann könnt ihr dann auch zu dem Teleporter hin teleportieren, mit Oxyotl natürlich nur. Wo ihr dann noch diesen Deckstein von Tepok habt. Ja. Wenn ihr jetzt aus Versehen irgendwie zwei Decksteine von Tepok habt, dann könnt ihr euch nur zum alten teleportieren. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr immer nur einen davon habt. Ansonsten könnt ihr nicht zum neuen Deckstein von Tepok teleportieren. Es gibt aber auch andere Nutzen der Heiligtümer, die habe ich gar nicht so richtig genutzt. Jetzt muss ich allerdings mal suchen, wo ich noch was bauen könnte. Ach ne, ich kann gerade zum Glück einen neuen bauen. Sehr gut. Das passt ja. So, hier seht ihr dann auch jetzt die ganzen Gebäude nochmal von den Heiligtümern. Hier gibt es mehrere. Das hier ist der Deckstein, der Teleporter. Das ist für die Patrouillen, um die Armeen abzufangen. Übrigens auch sehr gut kombinierbar mit dem Ritus. Ja. Dann kommt aus Beute nach der Schlacht plus 25%. So als kleiner Tipp. Und hier haben wir dann noch ein paar andere Gebäude. Und zwar ausgegrabene Säule von Xoka. Der macht nochmal Unterhalt minus 10% für alle Einheiten. Alle Armeen in lokalen oder benachbarten Regionen. Und Einkommen aus Beute nach der Schlacht auch nochmal plus 25%. Ist eigentlich auch ganz gut kombinierbar mit den Patrouillen. Aber leider kann man immer nur drei Gebäude in einem Heiligtum bauen. Also da muss man sich dann schon entscheiden. Dann hier haben wir ausgegrabene Kammer von Slatz. Kotl, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was der bringt, seht ihr hier. Da könnt ihr euch dann schnell erholen. Und ausgegrabene Kammer von Xotl. Damit könnt ihr schneller und günstiger ausbilden. Eignet sich also auch sehr gut, wie zum Beispiel jetzt in einer Provinz, wo ihr Militärgebäude habt. Na, dann könnt ihr schnelle Armeen aufstellen, denn das Armee aufstellen, das dauert leider bei den Action-Menschen ziemlich lange.
Aber wenn man genug Geld hat, dann kann man die globale Ausbildung mitnutzen. Dann geht das dann einfach schneller ansonsten. Aber das ist bei den Ex-Menschen sehr, sehr lange. Und die Armeen, die sind doch auf der Kampagnenkarte nicht immer so flink. Aber dafür sind sie sehr, sehr gut. Dann haben wir als letzte Mechanik das geomantische Netz. Wie gesagt, das existiert nur für die Hauptsiedlungen, nicht für die kleinen Nebensiedlungen. Und das könnt ihr ausbauen mit diesem Gebäude hier. Dann bekommt ihr mehr Einkommen aus den Gebäuden und ihr verbessert eure Erlasse. Und wie zum Beispiel hier zu sehen, ja, das haben wir jetzt hier auf Stufe 4. Müsst ihr dann aber auch mit anderen großen Siedlungen kombinieren, damit die Angleichung der Ordnung irgendwann voll ausgeschöpft wird. Ja, das war's zu den Mechaniken. Also mir ist mir da jetzt nicht zu eingefallen. Und Außenposten werdet ihr sicherlich sehr, sehr viele haben. Und es gibt immer genug Fraktionen der Ordnung, die Außenposten erlauben, ja. Also Schutzbündnisse und Bündnisse, macht sie ruhig, auch wenn die Fraktion der Ordnung jetzt auf einem anderen Kontinent ist. Aber Außenposten könnt ihr dann natürlich bauen, ne? So ein paar Waldelfen oder so ein paar Untote oder von den Hochelfen habe ich die Phönixe gerne mitgenommen. Die eignen sich sehr, sehr gut, um eure Armee zu verstärken. Und zu guter Letzt Magie lernen. Und zwar die vom Skingseer, die habe ich ja schon gezeigt. Das ist halt so eine Mixlehre. Ansonsten habt ihr bei den Priestern Bernstein und Himmelslehre. Und bei den Slanmagier-Priestern können wir ja mal machen. Nein, Moment, das war der falsche Button. Da seht ihr dann auch die Auswahl. Ihr habt ihr dann zur Verfügung, das ist übrigens immer so die gleiche Auswahl. Feuer, weiße Magie, Licht oder Leben. Dann haben wir jetzt noch Sonstiges. Ich hatte jetzt hier die Feinde Skaven eingestellt als Endgame-Szenario. Das kann man ja ganz am Anfang der Kampagne machen. Müsst ihr natürlich nicht machen, das ist nur meine Idee. Somit wäre die Kampagne nämlich ein bisschen spannender. Bei den Skaven müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zerschossen werdet. Außerdem müsst ihr mit euren Armeen immer aufpassen, dass ihr, wenn ihr gegen Skaven kämpft, und das gilt auch für andere Fraktionen, dass ihr da dann immer genug mit habt, um euch die Artillerie und die Geschosseinheiten zu schnappen. Na, ihr habt eine starke Frontlinie mit starken Monstern. Ja, das haben die Echsen. Aber das bringt nichts, wenn diese krassen Sturmeinheiten zerschossen werden. Ja, deswegen müsst ihr darauf passen. Auch Flugeinheiten sind da sehr praktisch, um sich die Artillerie und die Geschosseinheiten zu krallen. Die habe ich hier gerne genutzt, weil Kampfechsenreiter no go. Ja, wir haben Fokus aufs Kings. Und ein paar Buffs für die Pterodon-Reiter sind auch dabei, zum Beispiel bei den Häuptlingen. Ja, die hier. Die haben da ja auch ein paar Buffs drin für die Pterodon-Reiter. Oder für die Schlitzerdaktyl-Reiter. Die sind sehr gut, um eben hinter der Frontlinie diese ganzen Schützen- und Artillerieeinheiten auszuschalten. Ja. Denn wie gesagt, eure starke Frontlinie, die bringt nichts, wenn ihr zerschossen werdet. Bei Oxyotls Armee
ist das sehr sneaky. Den muss ich jetzt erstmal wieder finden. Genau. Da habt ihr ja diese Chameleon-Skins, die sehr, sehr gut sind mit diesen Extra-Buffs. Also, damit gewinnt man so gut wie fast jede Schlacht, ja. Die machen auch sehr, sehr viel Schaden und eignen sich gut für Schleicherangriffe aus jeder erdenklichen Position, sogar von hinten oder von vorne oder links, rechts. Die sind sehr, sehr gut. Zu guter Letzt oder zu guter Vorletzt besser gesagt, es ist eine ziemliche overpowerte Fraktion, der gute Oxjodl, weil ihr könnt quasi so gut wie nicht draufgehen. Ja? Ihr habt überall Klimagrün und diese Visionen, die übrigens alle 5 Runden lang auftauchen und dann später wieder verschwinden und dann wieder nach 5 Runden auftauchen, die erlauben es euch ja quasi irgendwo anders wieder einen Neustart zu machen. Ja, und da ihr einfach Klimagrün habt überall. Von daher könnt ihr eigentlich so gut wie gar nicht drauf gehen. Also ihr könnt ruhig 1 oder 2 Schwierigkeitsgrade höher stellen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr nicht. Aber ja. Wer soll euch aufhalten, wenn ihr überall rum teleportieren könnt, ja? Und den PvP-Kampagnen kann ich nur empfehlen, lasst ihn weg. Weil der Spieler, der Oxiole spielt, der wird auf jeden Fall nicht verlieren. Zu guter Letzt noch ein Hinweis, und zwar zu Lord Kroak. Und zwar habt ihr ja hier gesehen, Moment, ich brauche jetzt kurz einen Kommandanten. Nehmen wir ihn. Also habt ihr hier gesehen, dass ich hier die Items habe von Lord Kroak. Ich habe aber Lord Kroak selber gar nicht mehr. Aufpassen, wenn ihr ihn freischaltet durch die Questschlacht. Das kommt irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Level, aber man kann es machen. Dann löst ihn nicht auf. Wenn ihr dies tut, dann kommt ihn nämlich nicht mehr wieder. Der Fehler ist mir hier passiert. Deswegen habe ich hier auch noch seine Items, die ich aber niemandem anderen geben kann. Und ja. Also ihr könnt ihn ruhig im Kampf verlieren und so weiter. Aber ihr dürft ihn niemals auflösen, weil dann kommt er nämlich nicht mehr wieder. Ja. Wusste ich nicht. Soll angeblich auch in der Beschreibung mit dabei stehen. Habe ich nicht gelesen. Okay, ist nun mal so passiert. Es gibt noch 6 andere Ex-Menschen-Kampagnen. Da werde ich ihn dann sicherlich mal nutzen. Gut, damit wären wir am Ende. Ich habe einige Mods benutzt, um ein paar Sachen zu verschönern, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Ja, hier der Hintergrund, der ist schöner. Meine Mod-Kollektion, die findet ihr unten verlinkt. Sind nicht viele, sind nur ein paar Sachen, um das Gameplay ein bisschen schöner zu machen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.